So, jetzt geht's an die Wurst. Ey? Ja. Geh jetzt an die Wurst. Wurst. Oh, auf Wurst jetzt. Mit Senf und Brot. Na, schauen wir mal, ne? Zwei Leben. Alles Top-Tier, außer Elec-Man. Aber Elec-Man braucht ja so... Das sind ganz andere Gegner jetzt. Ja. Das ist doch Quatsch. Was mache ich denn jetzt gegen den? Ja, probier mal ein bisschen aus. Wer ist das denn überhaupt? Der macht gar nichts. Der macht auch nichts. Auch nichts. Trifft nicht. Wow. Ja, gut, ja. Hätte ich noch am ehesten. Was? Wollt ihr mich hier verarschen, oder was? Nein. Nee. Das sind effektiv 4 aus der 2. Och, leck mich doch am Arsch. Ja, und jedes Mal, wenn du es nicht schaffst, nochmal die schöne Passage da vom... Oh, ja, richtig Bock. Oh, nee, Schweizer, weißt du was? Ich meine, bis hierhin fand ich das Spiel ja akzeptabel, ne? Aber das ist Unsinn. Okay, hab ich noch was? Feier gar nichts. Ich hab gar nichts mehr. Den okay, Level machen wir nochmal 10 Mal. Machen wir nochmal neu. Machen wir nochmal 10 Mal, ist okay. Du bist wahrscheinlich gerade ein bisschen besser, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Aber sein Pattern solltest du eigentlich auch ohne größere. Ja, macht der immer das Gleiche? Ja, so schon. Aber er springt nicht gleich hoch. Das ist das Problem. Das ist das gleiche wie bei Cutman. Wenn er immer wieder auf der gleichen Höhe springen würde, dann könnte ich es lernen. Aber so, nö. Aber ist okay. Wir haben ja gesehen, es ist möglich. Es ist zu erledigen. Das kriege ich jetzt hier auch irgendwie hin. Ich meine, komm. Es ist fucking Mega Man. Ist halt kein Dark Souls. Ey, tja. Ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich werd doch bekloppt mit diesem Plan. Das ist. Ja, du kannst nee, das ja meine ich jetzt ernst. Ich werde wirklich rammdösig hier. Aber du kannst es ja effektiv auf dem höchsten Punkt des Sprungs an. Ja, was meinst du, was ich versuche? Aber ich kriege da halt nicht hin. Sind die anderen Bosse auch so schlimm? Ja, du kriegst dann auch die Waffe von denen, also hast du automatisch. Ja, ich wollte schon sagen, da rechts ist doch noch alles frei. Und dann darf ich das Spiel nochmal spielen wahrscheinlich. Ah. Falls irgendjemand von euch weiß, wie man unbeschadet an dem hier vorbeikommt, ne? Ich bitte um einen Kommentar. Bitte, ja, ehrlich jetzt, ich will das wissen. Aber jetzt gib mal hier ein paar extra Leben, Digga. Gib mal jetzt hier komplett beide Arme voll. Mhm. Einkaufswagen ist gesattelt. Kann losgehen. Ja, ja. Große Gegenstände schon mal tendenziell wichtig. Ja. Allerdings die falschen. Na, die richtige Nummer kommen wir später jetzt. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Okay, alles klar. Wie war das noch? Erst links lang, ne? Erst links, dann rechts, dann wieder links. Hier rechts. So, hier runterfallen lassen links. Und hier wieder links. Ja. Siehste doch, das ist beim 5. Mal auch dann machbar. Okay, komm, mach doch hier nicht. Wie viel Zitronen willst du in deinem Leben essen? Mit Schale. Ja, mit Schale. Ist nett alles. Ja, normalerweise ist, ne? Wie so ein Geschenk. Ja. Man freut sich auch nicht immer drüber. Aber du hast es schon. Ich meine, wenn du in eine Wüste gehst, ne? Und dann kommt da jemand mit so einer Packung Salzstangen an.
Das war nicht das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber... Ja, es ist genau das gleiche. Ja. Nee, es ist ein gutes Beispiel. Ich hätte es jetzt eher so formuliert, wenn die ungeliebte Tante mit dem Geschenk kommt, das du schon hast. Ja, so dann ist es ja größtenteils gut, aber hier brauche ich es halt nicht, ne? Na nee, wenn du ein Malbuch hast... Und ja, ich okay, rechts, 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 nee, links. Okay, warte, hier. Einmal getroffen werden ist okay, weil gleich ja sowieso hier die Plusröhre kommt. Und da ist er doch. Nee, da ist er. Jetzt kommen die Birdies. Ah! Auf geht's! Ach ja. Hey, nee. Die machen aber auch Damage, ne? Das darf man nicht verachten. Die machen so viel Damage, dass es denen dann hinterher leid tut und die einfach dir dann den kompletten Hausstand geben. Bei jedem wird ein Testament vergeben und überall bist du der Glückliche. Ja, alleine Erbe. Alles, ja. Alles meins. Ja. Ein paar Ärmere und ein paar Reichere. Aber ganz egal, was der finanzielle Status ist, ich krieg alles. Apropos finanzieller Status, ich muss jetzt erstmal was ansprechen, was so ein bisschen traurig ist. Ja. Lambi macht keine Videos mehr. Ja. Ja. Hat alles gelöscht. Oder blockiert zumindest. Ja, oder so. Es ist nur noch ein Video da, glaube ich. Wieder ist auch Bangkok gegangen. Ja! Danke! Wahrscheinlich war er irgendwie so ein Video gemacht, wie man Steuern sparen kann, indem man einfach keine Steuern zahlt. Du musst es einfach nicht angeben. Verdien einfach Geld und sag dir nichts davon. Das will ich dir mal sowas von zutrauen. Natürlich, das ist einfach so sein Schema. Ja. Ich meine, wie man Geld dadurch kriegt, dass man anderen Leuten Sachen verkauft und denen die Ware nicht schickt, ist einfach... Weil der sich drauf beruft, dass bei der Post irgendwie 0,001% aller Briefe dann verloren gehen. Und dann kannst du sagen, okay, es liegt nicht an mir, ich hab die Post leider verbaselt. Ja, sorry, aber tschüss. Und keine Geschäfte machen, wo die Leute dann darauf bestehen, dass es per Einschreiben kommt. Alleine da würde ich schon sagen, oh, knifflig. Nehme ich nicht an. Okay, alles klar, Digga. Nee, das war dumm. Ja. Ah. So ist gut. Wenn du nicht während des Sprungs noch wirfst, dann weiß ich Bescheid. Ja. Ah. Das ist so typisch wie Catman. Das war mein Fehler. Ja. Mein Fehler, das ist alles mein Fehler. Also ab der Hälfte war es mein. Aber dann vorher... Wir werden den Kack hier sowieso noch viermal machen müssen. Lieber nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt springt er. Springt zweimal. Woher soll ich denn wissen, dass er zweimal springt? Eins, zwei... Okay. Eins, zwei... Er springt immer zweimal, ne? Ach komm, genau sowas ist das doch. Genau sowas. Vielleicht probierst du erstmal einen anderen. Aber ich muss ihn ja sowieso machen. Ja, ja, schon, aber mit einer passenden Waffe hast du dann... Ach, ich krieg die Waffe direkt? Ja, alles klar, das ist ja dann was ganz anderes. Bubble Man, ey. Bubble Man, der geht auf stark auf Elec hier, pass auf. Ja, ich glaube, die Waffe warte, ich bin im Wasser, Ist aber auch cool, weil einfach, er macht das Spiel kaputt. Warte mal, ich habe gar keine Waffe, ne? Anfangs. Sind alle unempfindlich dagegen. Ist ja auch ein bisschen mehr am Stressen als in der NES-Version. Das ist richtig. Das Ding ist auch bei ihm kein Platz. Ja. Also darf ich gar nicht mehr getroffen werden. Oh, fast, ja, fast. Diese kleinen Kugeln von ihm, die sieht man auch nicht gut, finde ich. Ja. Ja, muss man, aber er ist ein Kandidat. Er ist ein Kandidat, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier sterben soll, habe ich die Waffe dann trotzdem? Frage, das hat noch nie jemand gefragt. Ja. Ist einfach noch nie jemand gestorben. Ist einfach nur ein bisschen, wer ist der Erste?
der da stirbt. Ah, es ist eine Menge los bei ihm. Ja, aber er kommt gut. Ah, wenn die Bubbles kommen, dann ist hier Polen offen. Okay, jetzt ist er tot. Ja. Yes. Mit Kugel, vielen Dank. Gib mal Waffe jetzt hier. Gib mir Waffe. Gib mir jetzt die Waffe. Gib mir die Waffe jetzt. Ja, es ist sehr nett von ihr. Ach so, ich muss den. Ah, ja, der Telefonpunkt. Ja, shit. Habe ich jetzt nicht als solchen wahrgenommen, erstmal. You got Bubble Lead. Okay, Bubble Lead. Bringt mich jetzt erstmal noch nicht weiter. Ist egal. Ich bin schon mit der mentalen. Das ist es doch hier. Das ist es. Guck mal hier. Da gibt das hier ein bisschen Bläske auf der Lippe und los. Ah. Da muss ich auch gar nicht auf den Boden gucken, was er mit seiner Kacke da macht. Nee. Nicht übertreiben, ne? Ach komm, ich treff ja noch nicht mal. So, Haus hoch, würde ich sagen. Und zurück. Oh Mann, ey. Und zurück. Zurück! Atomic Fire. Ist okay. Ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Quickman da oder wer auch immer das sein soll mit Feuer oder Wasser wegkriege? Wahrscheinlich auf null. Deswegen gehe ich mal zu ihm hier. Flashman. Flashman. Ja. Das heißt, du kriegst jetzt hier Feuer? Oder? Nee, ist nicht voll. Oder zumindest nicht unaufgeladen. Was? Aufladen? Ja, das Atomic Fire kannst du aufladen. Nee, das ist nichts. Aber auch bei ihm viel zu viel auf dem Bildschirm. Ich meine, das ist ja nicht, dass ich mich beschweren würde, dass es schwer ist, sondern der Gameboy kommt einfach nicht da mit. Das ist so ein bisschen schade. Das schmälert das so ein bisschen. Meinst du, das ist Feuer? Ja, natürlich. Das hat doch gegen den anderen nichts gebracht. Hey, ich hab. Warte mal. Hallo, ich bin hier schon am Aufladen. Ja, das ist gut. Ja, aber jetzt. Er lädt nicht immer auf, ne? Ich glaube, ich muss hier irgendwie einen Hexentanz aufführen, dass er da anfängt aufzuladen. Das ist ohne die Waffe viel einfacher. Oder ich muss einfach mal ins Muskelgedächtnis kriegen, wie der da auflädt. Weil der macht es nicht immer. Okay. Ja. Und danach noch eine Stage. Ja, muss ja. Dann kommt da irgendwie so eine Rantanplan-Stage und dann muss ich danach erst Wily erledigen. Die Waffen nach rechts sind nicht da. Dankeschön auch. Ja, ich hab nur die Waffen links. Achso, ja, das ist den Quatsch ja. Gleich nochmal machen. Ja, ich dachte schon, weil kein anderes Passwort. Ja. Da. So, was speichern wir nicht. Aber okay. Wenn ich mich ein bisschen anstrenge, kriege ich Bubble Man kaputt. Kann ich den nicht mit Elec Man wegschießen? Habe ich das gerade versucht? Das hast du probiert. Das ist doch noch nie Pokémon gespielt, oder was? Ach, ich wollte schon sagen, ich war fast durch. Aber das. Ach, das ist. Komm. Ach, Pupsi, guten Morgen. Na, was geht bei dir ab? Tach, tach. Ja, willst du wieder rumliegen und fett aussehen, ne? Ja, das magst du gerne. Das kann sie gut. Ist auch was. Ich meine, ich habe schon erzählt, sie kriegt mittlerweile wieder ihr Sommerfell, aber den Sommerkörper hat sie noch nicht. Die ist noch ein bisschen Speck dabei. Kaum erzähle ich, das fängt sie jetzt nämlich wieder an zu laufen hier. So, ich gehe jetzt hier mal rechts lang. So, auch mal geil. Komm. Ja. Ich glaube, das ist extra so gemacht, dass du dann da so ein paar iFrames hast. Wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn es so ein Glitch gewesen wäre. Der nicht für das Ende des Stage runter gemacht hätte. Ja, das wäre cool. Am besten noch für die Bosskämpfer oder die kleinen.
Bruder. Vor allem stört es mich einfach gerade so gar nicht, dass ich hier Schaden kriege. Ja, weil du eh weißt, weil ich gleich eh in den Supermarkt fahre und dann kann da kann einmal ich hier machen, was ich will. Einmal durch den Supermarkt. Oder ich fange einfach mal hier an. Ja, das ist auch nicht schlecht. Man muss es ja nicht übertreiben. Nee. Nee. Das reicht nicht. Aber wie gesagt, Supermarkt. Ja, ja. Alles egal. Wenn ich da unten reinspringe, dann weiß ich, jetzt geht's los. Ja. Erst kommt Birdie. Birdie, Birdie. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Aber okay. Ist okay. Ist ja auch so in den anderen Spielen. Ja. Da, guck mal an. Scheiße. So, ja, jetzt. Das war einmal kurz knapp. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich diese Charge-Mechanik von dem Feuerlaser da nicht wirklich üben kann. Darum ging es mir eigentlich primär. Ja, probier's doch mal kurz dann außerhalb der Kapsel aus. Ja. Oh. Leck. Ja, durch den Supermarkt darfst du einfach auch nicht rennen. Verstehe ich schon. Ja. Steht ja auch immer jemand im Weg oder was auch immer. Ja. Das ist schon realistisch gehalten. Ja. Oder der Kaufhausdetektiv kommt und sagt: Ja! Klauen Sie hier diese komischen grauen Perlen? Die habe ich geerbt. Fuck sie in den Bündel Testamente aus. Also, das ist ein riesiges Buch voll einfach. 5 Aktenordner, hier, suchen Sie sich einen aus. Ja, ey. Ja, so ist das aber nicht gedacht hier. Doch. Okay, aufpassen. Runterspringen ist schon mal nochmal gefährlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Sie hier kein extra Leben für mich haben. Ja, ja, Chancen geschenken, Gaul auch nicht. Wir haben wohl zu wenig über Lambi geredet. Ich fand meine These von wegen Steuern sparen, indem man keine Steuern zahlt, einfach auch. Ja, ja, das ist absolut gut. Das ist so ein bisschen die Flying Uwe Mentalität, aber er würde das genauso machen. So, beim nächsten Mal geht's dann ab hier, ne? Ja.